Ja, also wir finden es absolut großartig, dass die Konferenz jetzt stattfindet. Eigentlich ist das ja längst überfällig, dass sich mal eine Konferenz mit dem Thema Ökologie und Digitalisierung beschäftigt. Wir haben natürlich als großer Umweltverband mit ungefähr 500.000 Mitglieder und Förderer ein großes Interesse daran, dass diese Konferenz ein Erfolg wird und machen da insofern auch gerne mit. Und für uns bietet diese Konferenz oder das Thema Digitalisierung insgesamt natürlich große Chancen, einmal im Bereich der Kommunikation. Wir haben für fast jeden Winkel unseres Lebens inzwischen eine App im Bereich des Naturschutzes, des Umweltschutzes. Gibt es davon noch relativ wenig. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Natürlich ist es auch so, dass das Thema Digitalisierung auch Risiken birgt. Natürlich hat auch Digitalisierung einen ökologischen Rucksack, sowohl im Bereich der Energieverbräuche als auch der Ressourcenverbräuche. Wir sparen zwar eine Menge ein, aber wir erzeugen auch neue Produkte, die insbesondere seltene Erden brauchen. Und zum Dritten ist es so, dass für uns als Naturschutzverband, als großer Naturschutzverband, es natürlich auch wichtig ist, Menschen, die meiste Zeit in dem Bildschirm oder an der App oder am Smartphone verbringen, wieder an die Natur heranzuführen. Und denn was wir nicht kennen, kann man nicht schützen. Also das Projekt HackAir ist eine Datenbank für Feinstaubemissionen und eine Datenbank, zu der nicht nur offizielle Messungen beitragen, sondern auch Messungen von Bürgerinnen und Bürgern. Und dieser Ansatz von Bürgerwissenschaft, Citizen Science, ist einer, der aus unserer Sicht sehr vorwärtsweisend ist, in diesem Fall im Emissionsschutz, aber natürlich auch im Naturschutz. Es gibt ganz viele Anwendungen, wo Bürger und Bürgerinnen das, was sie beobachten, Natur in Datenbanken einladen können. Das ist hier im Bereich Emissionsschutz bei dem Projekt HackAir der Fall. Das Projekt ToxFox ist etwas anders. Es ist eine App, wo jeder Bürger und jede Bürgerin im Supermarkt anhand des Barcodes herausfinden kann, ob es Gifte in den entsprechenden Stoffen gibt, also beispielsweise Spielzeug, Kleider, Haushaltswaren, Elektrotechnik, überall da, wo die EU vorsieht, dass Veröffentlichungen von Giftstoffen notwendig sind und möglich sind. Und wir haben das in Deutschland entwickelt und das wird jetzt in ganz vielen Ländern Europas verbreitet, mit Hilfe einer Finanzierung durch die Europäische Union. Und wir können uns vorstellen, dass solche Projekte, insbesondere Apps oder auch Spiele beispielsweise, etwas sind, was zur Verbreitung von Naturschutz und Umweltschutz auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich digitaler Medien möglich ist. Also wir glauben, dass die Energiewende ohne Digitalisierung gar nicht möglich ist. Wir werden zukünftig ein Energiesystem haben, was nicht nur aus großen Kohlekraftwerken, Atomkraftwerken besteht, sondern aus Windkraftanlagen, aus Solarpanels, aus Speichern, aus digitalen lokalen Netzen. Und insofern, ohne Digitalisierung wird das alles nicht funktionieren. Unter Digitalisierung verstehen wir aber ein bisschen mehr als die Zwangsbeglückung, wie sie derzeit stattfindet mit Smart Mietern für jeden Haushalt, die eigentlich nur kostet, aber den Bürgerinnen und Bürgern nichts bringt. Wir glauben, dass es notwendig ist, kleine digitale Netze insbesondere vor Ort aufzubauen. Und wir sind sowieso ein Anhänger von lokalen, dezentralen Energieversorgungssystemen und da passt Digitalisierung eigentlich sehr gut rein. Wir müssen natürlich schauen, dass neue Produkte, neue Dienstleistungen nicht unmäßig Energie verbraucht. Beispiel Blockchain, wo das eine Diskussion ist. Und natürlich muss der Energieverbrauch und der Ressourcenverbrauch ein zentrales Kriterium sein bei der Bewertung zukünftiger Technologien in der Digitalisierung.